fand es schon aufregend. Ich habe gar nicht gewusst, wie mir geschieht. Auf einmal sitzt die kleine Hums, die das nie wollte, dem Führer gegenüber. Ist mir das sehr komisch aufgefallen. Wie kann man sich selber als Genie betrachten? Also da habe ich dann innerlich gezuckt. Und wir blieben zurück und waren, also das waren dann nur noch 3 Tage bis zum bitteren Ende. Denn er hat gesagt, ich werde mich erschießen. Je länger und je älter ich geworden bin, desto mehr hat mich plötzlich diese Last, dieses Schuldgefühl, dass ich für einen Mann gearbeitet habe und den auch noch gern gehabt habe, der dieses entsetzliche Elend.